Hallo meine Lieben, das folgende Video ist ein Dreiteiler und es zeigt euch, wie die Wahrheit zurzeit aufs Schlimmste verdreht wird. Bitte unbedingt bis zu Ende anschauen, teilen und weiterempfehlen. Euer Adi. Es ist schön, euch alle hier zu sehen. Als ich Anfang Dezember angekündigt habe, dass es mein Ziel sei, 100 Millionen Impfungen in den ersten 100 Tagen in unserer Amtszeit zu verabreichen, 100 Millionen Impfungen in 100 Tagen, wurde dies als ehrgeizig angesehen. Einige meinten sogar, es sei gewagt. Experten sagten, der Plan wäre, Zitat, definitiv aggressiv und die Verteilung müsste nahtlos sein, damit wir erfolgreich sein können. Eine Schlagzeile bringt es auf den Punkt. Zitat, es wird nicht einfach sein. Ende des Zitats. Nun, das war es sicherlich nicht. Als ich mein Amt angetreten habe, als wir unser Amt angetreten haben, gab es eine Menge zu tun. Wir brauchten mehr Impfstoffe, mehr Impfärzte, mehr Orte, an denen die Leute geimpft werden konnten. Und wir brauchten einen gesamtstaatlichen Ansatz, einen Plan. Also wies ich Jeff Sins an, den Koordinator unserer Covid-19-Reaktion, um uns auf Kriegsfuß zu stellen. Und ich meinte das im wörtlichen Sinne, um uns auf den Weg zu bringen, diesen Virus endlich zu besiegen. Ich bin stolz darauf, das jetzt zu verkünden. Hallo meine Lieben, ich grüße euch aus der Ferne. Was ihr gerade gesehen habt, war das Video Rede zur Nation, das Joe Biden vor 11 Stunden an die Öffentlichkeit gebracht hat. Darin brüstet er sich, dass er die vielen Millionen Impfstoffe der Nation zur Verfügung stellt. Das nächste Video ist hochinteressant, denn der Beauftragte, der diese sensationelle logistische Leistung umgesetzt hat, wurde von Präsident Trump ins Amt gehoben letztes Jahr und alles, was Biden jetzt profitiert, wurde von Trump in die Wege geleistet. Hört euch das Interview des Impfbeauftragten aus der Regierung Trump an. Das ist das nächste Video. Alles Gute, euer Adi. Ciao, ciao. Admiral, vielen Dank, dass Sie hier sind. Was denken Sie über die Präsidentenrede gerade eben, wo er sagt, wie gut es für das Land sei, sich massenhaft impfen zu lassen und dass die Umsetzung dieser schweren Logistik von ihm bewerkstelligt wurde? Es erstaunt mich, wie der Präsident es wagt und die Geschichte immer wieder umschreibt. Dabei geht er so weit, dass er sogar die wissenschaftlichen Daten ignoriert und das ist genau das, was er heute wieder getan hat. Schauen Sie mal, wir hatten bereits ein Ziel von 1 Million Impfungen pro Tag erreicht. Am Tag der Amtseinführung, am 20. Januar, haben wir 1,5 Millionen Menschen geimpft und wenn man sich den Rollout-Plan von Trump ansieht, hat diese Regierung eine Dosis von 100 bis 250 Millionen für die ersten 100 Tage erhalten. Daran erkennen wir doch, wie er die Geschichte umschreibt und sich in Szene setzt. Darüber bin ich immer wieder erstaunt.